Interessant, wenn die auf so großen Straßen die Straßensperre machen, welche übrigens nicht unbedingt so sinnvoll sind, wie ihr euch bestimmt denken könnt. So, jetzt heißt den hier gerade mal durchfahren. Und dann machen wir den noch kaputt. Das mache ich auch immer gern. So, einfach wenn ich eine Straßensperre sehe, immer wieder umdrehen und die Kisten einzeln wegholen. Weil das gibt dann auch mal richtig fett Kopfgeld. Und ich meine, wenn man weiterfährt, dann verschwinden die ja sowieso. Also wäre es dann quasi, wie soll ich sagen, die verschwendete Möglichkeit, sag ich mal, leicht Kopfgeld zu kriegen. So, komm mit. Ey, hoffentlich krepiert mir der eine jetzt nicht, weil sonst ist der dann tot und dann schlägt die Verfolgung fehl, beziehungsweise wir entkommen auch noch, was wir natürlich erst später wollen. Welche Meilensteine brauchen wir noch? Zwei Nagelbahnstraßensperren. Und wenn wir die haben, dann werde ich einfach so lange Verfolgung machen, bis ich einfach entkommen und Verstärkung kommt gleich. Ich werde einfach so lange Verfolgung machen, bis ich Lust drauf habe, bis ich erwischt werde oder aber auch bis ich entkomme. Bis dann werde ich einfach Verfolgung machen und dann versuche ich mal, ob ich vielleicht sogar in diesem komischen Blacklist, Polizeiregisterakte-Dingsbums da, ob ich da vielleicht den Rekord von einer halben Stunde Verfolgung von Razor schlage. Und da vorne war das Stadion, da können wir auch eigentlich auch gleich mal durchfahren. Nein. Hey, da denke ich auch immer so, ey, jetzt haben die mich eiskalt, diese Pisser. Aber gut, nee. Da haben sie mich doch nicht gehabt. Dann werde ich jetzt ein bisschen langsamer fahren. So, wie viel sind jetzt hinter mir? Ja, das lohnt sich, denke ich mal, auf jeden Fall. Aber nicht, dass mir dann am Ende keiner mehr folgt. Das wäre nämlich dann blöd. Boah, krass, wie viel Combo-Kopfgeld. So, jetzt sollte ich aber schnell wieder zurück, damit ich noch hier die. Ja gut, da vorne müsste eigentlich noch einer sein. Nein, jetzt komme ich da nicht durch. Oh Mann. Komm, schnell, schnell, schnell. Ja, da vorne fährt einer, ich sehe ihn. Ich hab dich hier gesehen, du musst gar nicht so abhauen. Komm mit. Hat sauber geklappt. Gut, ich dachte schon, hey, der dreht es einfach weg. Gut. Ja, eigentlich würde ich ja jetzt auch da weiterfahren, aber da ich ja diesen. Ja gut, die Straßensperre ist weg, schade. Ne, weil vielleicht wäre es eine Nagelbahnstraßensperre gewesen, es wäre dann gerade gut gewesen. Und wir haben schon 45 Polizeiwagen gerammt. 46 meine ich natürlich. Polizeiwagen gerammt. Ey, das ist doch schon mal geil. Also wirklich, das ist schon krass. 47. Oh, die fahren jetzt alle vor mir. Da habe ich gerade ein bisschen Schiss, dass die mich hier gleich ficken hier. Staatsbehördenstreife, Kombo-Kopfgeld, 2500. 48. 49. Einer nach dem anderen wird hier weggerotzt. 50. Boah, Glück gehabt. Ey, oh, hammer krass knapp. Puh. Aber das Spiel ist doch einfach geil. Also wenn man so sieht, wie viel Spaßmomente man im Spiel hatte, ist schon geil. Also es ist schon richtig, ein richtig fett geiles Spiel. Da wieder voll viele Bullen, ihr seht wirklich, es bringt wirklich die Route, die ist einfach perfekt zum richtig Kopfgeld gainen. Gainen? Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Kann ich gerade mal auf meiner Logitech G15 Gaming-Tastatur nachgucken. Wir haben 4 Uhr, also 16.05 Uhr. Jetzt schalte ich wieder um auf Stoppuhr. Wir haben eine halbe Stunde aufgenommen, das sind zwei Parts, das ist wunderbar. Ich werde aber noch länger aufnehmen, bis ich keine Lust mehr habe. Was hoffentlich nicht allzu bald sein wird. Aber gut, hier werde ich jetzt nochmal ein paar Runden fahren, denke ich. Und das wird dann auf jeden Fall schon. Wir haben schon 200.000 Kopfgeld, echt krass. Und die haben uns natürlich nicht gekriegt, oder was heißt natürlich? So natürlich ist es gar nicht. Eher Gott sei Dank. Boah, ey, wenn die einem einmal vorne reinfahren, da kommen 1000 Bullen wieder von der Seite. Na, das wäre schlimm. Und ich weiß nicht, mich macht es total kirre. Ich muss einfach gucken, dass ich auch, ja, dieses verkackte Wagen zurücksetzen. Weg habe. Habe ich weg. Sauber, weil am Ende habe ich es dann doch mal wieder aktiviert, weil ich es einmal gebraucht habe. Und dann, ehrlich, wenn ich dann auf die Taste aus Versehen komme und dann, na, das wäre scheiße auf jeden Fall. Und deswegen wollte ich mal kurz gucken. Und oh Gott, das ist wirklich nicht belegt. Weil wenn, jetzt stell dir mal vor, jetzt hier Wagen neu aufsetzen und erwischt, das wäre blöd. Boah, SUV-Straßensperre. Boah, krass, ey. Da drehe ich auf jeden Fall nochmal um, weil die geben 10.000 Punkte pro Stück. Hä?
Oh, ein Heli haben wir sogar am Arsch. Cool. Den hatte ich in dem LP, glaube ich, sogar noch. Leichter SUV, 30.000 Kopfgeld. Kombo-Kopfgeld habe ich wohl 30.000, genau. Ne, 3 SUVs habe ich da wohl weggeholt. Und ich komme da nicht durch. Oh, Gott sei Dank. Hey, jetzt habe ich gerade wieder Schiss gekriegt. Ich bleibe mit einem Kack-SUV hängen und die haben mich von hinten. Haben sie aber nicht. Weil sie blöd sind. Nee, hier. Wir haben 57 Wagen gerammt und da ist schon die Nagelbandstraßensperre. Oh, und ich glaube, die Nagelbänder, die werden uns noch richtig Kopfzerbrechen bereiten, beziehungsweise uns richtig nerven. Aber jetzt muss ich auch noch Pause drücken, weil ich mit der rechten Hand mein Knie kratzen muss. Geil. Boah. Schön. Gut. Ich habe keine Ahnung, wie viele Parts ich jetzt eigentlich schon habe in Need for Speed, aber es sind auf jeden Fall eine Menge. Und ich lasse euch jetzt mal eure Kollegen ausschalten. Oder auch nicht. 60 Bullenwagen gerammt, das ist schon krass. Also das ist echt eine krasse Sache. So, da oben ist der Heli. Aber wir werden jetzt erstmal bis zum Stadion fahren. Und am Stadion werden wir dann erstmal richtig fett diesen Verfolgungsstopper machen. Zwei Polizeiautos verfolgen uns noch, genau. Das heißt, Verstärkung kommt in 42 Sekunden. Das schaffen wir, glaube ich, hoffe ich. Ich bin echt gespannt, wie lange die Verfolgung noch dauert, weil, echt, es kann jeden Moment rum sein, kann sein, dass ich hier irgendwie durch einen Bug oder so hängen bleibe, ist aber gerade Gott sei Dank nicht so, kann aber auch sein, dass ich in 10 Sekunden schon entkommen bin, man weiß es nicht, kann auch sein, dass ich in 2 Stunden immer noch an der Kackverfolgung hocke. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen wollen würdet, aber auf jeden Fall habe ich dann, denke ich mal, für die nächsten paar Blacklist-Fahrer ausgesorgt, was, oh nein, scheiße. Glück gehabt, was Kopfgeld angeht. Und das Witzige an den SUVs finde ich, die rammen dich einmal und dann fahren sie weg. Und jetzt kommt die Verstärkung. Und zwar da unten sind nur SUVs. Nee, gut, das ist noch nicht die Verstärkung. Und ja, gut, das sind alle Autos weg und das lohnt sich jetzt noch nicht. Aber ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal hier ein bisschen hoch, ein Stückchen. Dreh um. Fahr da ein Stückchen runter, weil jetzt kommen da hier gute Polizeiwagen hier. Jawohl, das lohnt sich wieder. Dann fahre ich da kurz in den Verfolgungsstopper rein. Wie viel sind das? Ja gut, das lohnt sich jetzt noch nicht so dolle, aber gut. Auf jeden Fall doch relativ guten Bonus. Und wer verfolgt mich noch? Ich entkomme gar nicht. Oh geil, sehr schön. Genau perfekt. So, jetzt könntest du da mal außen rumfahren, du Idiot. Außen rumfahren, du Idiot. Aber gut, egal. Jetzt ist schon egal. Da vorne kommt schon mein nächstes Opfer. Zack. Bam. Ich sage bang, bang, bangity bang. Ich sage bang, 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 bangity bang. Ich sage bang, bang, bangity bang. Ich sage bang, bang, bangity bang. Was sagst du? Ich weiß nicht, ob das so richtig war. Ich kann es nicht. Ich habe das mal so kurz gehört. Aber ich denke mal schon. Ich hoffe es mal, wenn nicht, ist mir auch scheißegal. So, wir quetschen uns hier mal an der Seite geschickt vorbei. Und erledigen kann mal so ganz nebenbei noch einen anderen Staats-Undercover-Streife. Eine Staats-Undercover-Streife. Und in Rennen fahre ich jetzt hier immer normalerweise links und dann rechts, weil das kürzer ist. Aber kürzer braucht ja niemand hier gerade. Nein! Nein, bitte nicht! Nein! Hey, das ist nicht euer Ernst, oder? Hey, nee, haa. Haa, das geht nicht. Oh, Mann. Verfickte Bastarde, oh nein. Oh nee, Mann. Oh, es darf nicht sein. Puh, scheiße. Level 4. Ich weiß nicht. Zählt das jetzt? Nein, natürlich nicht. Die ganze Scheißverfolgung umsonst. Das ist doch schön, oder? Das macht doch Spaß. Nee, haha. Verpiss dich. Ha, nein, ich wollte da oben wieder starten. Ja, nee, gut. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, Verfolgung zu machen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die jetzt angefangen habe. Ich denke, ich werde jetzt vielleicht noch Rennen fahren. Eine Viertelstunde oder 10 Minuten, besser gesagt. Aber jetzt erstmal hier, ne, der Verfolgung entkommen. Danach wieder eine neue anfangen. Und dann wird man sehen, wie es geht.
toll und die fahren mir natürlich wieder nicht nach. Pisser, ey. Also deswegen, das hätten die echt so machen können, dass man da, dass man die Meilensteine und den ganzen Fick da auch behalten kann, wenn man, verfickt nochmal, wie, wenn man erwischt wird. Weil so muss man alles immer nochmal machen. Das ist sehr ungut. Das finde ich, haben die scheiße gemacht. Also das ist echt blöd. Aber okay, mein Gott, es ist passiert. Und ich versuche mich gerade nicht aufzuregen. Ich bin jetzt nur scheiße gelaunt. Und nicht mehr so voller Energie, wie ich am Anfang der Aufnahme vielleicht war. Ja, aber gut, hier, den werde ich auf jeden Fall mal nicht, natürlich nicht mitnehmen. Gut, und nochmal fast hängen bleiben, aber gut, egal. Nee, du verpiss dich immer schön. Oh, oh. So, so, ja, ne? Hier oben können wir lang fahren und können dann hier... Ist hier ein Verfolgungsstopper? Nee, natürlich nicht. Aber hier ist ein Fluchtort, glaube ich. Ja gut, aber wenn uns hier direkt daneben einer mitfährt, dann ist natürlich klar, dass man hier nicht entkommen kann. Aber gut, egal. Egal, so was von egal. Zack, so. Ich sage bang, bang. Oh mein, nein, ich habe jetzt keinen Ohrwurm. Ich höre jetzt auf, das zu singen. Ja gut, nee, 150.000 Kopfgeld, ja gut, komm. Probieren wir es trotzdem hier. Nein, oh Mann. Oh Mann, ey, genau. Ja gut, man kann sich das jetzt auch zur Herausforderung machen und gucken, ob man es auch mit Nagel, mit einem Platten schafft. Ha, natürlich nicht. Das war mir irgendwie schon klar. Ja, nee, ich denke, ich werde jetzt einen Schnitt machen. Ich habe jetzt irgendwie keine Lust mehr auf das Spiel. Nee, mit Symbol wird... Oder? Nee, ah komm, die 800 Mal, das können wir auch mit Geld bezahlen. Nee, dann werde ich jetzt einen Schnitt machen, weil ich habe jetzt keine Lust mehr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich... Obwohl, Kopfgeld haben wir ja behalten, oder? Eigentlich. Nee, 1,22 Millionen. Nee, sicher nicht. Toll. Alles von vorne machen. Aber das nächste Mal, ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch wenn ich jetzt am Ende nicht mehr so gut gelaunt bin, obwohl es mich jetzt hier, mir jetzt hier wieder auf den Piss geht. Aber ist mir jetzt scheißegal. Man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut, euer Tokolp. Bis dann.